Ein verwahrlost wirkender Mann bringt seinen Müll raus. Dabei war die müde wirkende Gestalt einmal weltbekannt. Allenfalls an seiner Brille erkennt man in Max Wright noch den biederbraven Familienvater Willy Tanner aus der Hitserie Alf. Nach deren Ende entglitt ihm sein Leben. 2001 erreichte er den traurigen Höhepunkt. Der National Enquirer berichtete von Drogenproblemen und bestürzenden sexuellen Eskapaden mit Obdachlosen. Heute lebt der zweifache Familienvater alleine in einem kleinen Apartment in Kalifornien. Er ist ein Außenseiter, so ein Nachbar zum Enquirer. Er verlässt selten das Haus, außer um den Müll rauszubringen oder einkaufen zu gehen. Niemand würde vermuten, dass er einmal ein großer TV-Star war. Ein erschütterndes Ende für Alfs Pflegevater.